Hallo Leute, ja, wir haben letzte Folge unseren Lokschuppen hier vermisst. Den müssen wir mal hinbauen und ich war schon überlegen, dass wir den irgendwo hinbauen, wo es ja nicht so schlimm ist, wenn wir den da bauen. Aber hier ist ein Kupfer, das ist vielleicht nicht so sinnig. Mein Gedanke war den, dass man den hier irgendwie auf der Hauptstrecke sozusagen da macht, ne? Und zwar hier wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Ich denke mal, das können wir da machen. Ihr guckt euch gerade mein Intro an, beziehungsweise mein Logo, und dann schalten wir um ins Spiel, ne? So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir hier den Lokschuppen kriegen. Station, ne, Zugdepots. Und den müssen wir jetzt drehen. Den würde ich so machen wollen. Und dann vielleicht. Ja, hier mehr nach hinten vielleicht, ja. Und auf jeden Fall soll der von hier so darüber fahren können, ne? Das klappt schon mal. Dann sollen die von hier da reinfahren können. Das sieht gerade schlecht aus. So, das sieht gut aus. Also die können reinfahren, die können rausfahren. Und dann würde ich jetzt noch sagen, ja, hier rüber, dass die da einmal eine Brücke. Ne, das war verkehrt. Ne, die Brücke kommt da jetzt noch nicht zum Tragen. Ich glaube, das mit der Brücke wird wohl nichts, ne? Also, das wird schon was mit der Brücke, aber ich kriege die hier nicht gebogen, weil man kann keine Kurve machen, oder wie sehe ich das? Ja, das ist schlecht. Nur eine Bogenbrücke gibt's. Ja, nee, dann hat sich das schon erübrigt wieder hier. Bauen wir nicht dahin. Weil wir kommen nicht rum. Das bedeutet dann, so oft fahren wir hier auch nicht raus, fällt mir gerade so ein, ne? Das ist ja nicht eine permanente Strecke hier, ne? Müsste ja so gehen, dann tut's aber nicht. So geht's aber, ne? So, das heißt, die von da kommen können da rein. Die können auch da raus. Also das heißt, diese Strecke da reinfahren. Und da raus auf dieser Strecke und von dieser Strecke da reinfahren und von dieser Strecke da rausfahren. Zurzeit sieht es gut aus, oder? So ist erstmal da gut. Hier haben wir jetzt noch so eine große Stelle, wo schlecht ist. Das war eine Einfahrt. Okay, und das eine Ausfahrt. Ja. Das bedeutet, hier muss in beide Richtungen was stehen. Das ist nur eine Ausfahrt, also so. Dann noch mal so. Dann noch mal so.
Da kann es auch noch mal so sein. Lieber ein Signal mehr wie eins zu wenig, oder? Oh, das sind alles zwei. Oh, haben wir wieder falschen Signale gebaut, ne? Aber jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt. Lassen wir mal so besser. Dann ist immer der nächste Sektor dann frei, ne? Sonst fährt er da nicht rein, oder? Wie ist das? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube, das passt schon so. Hier machen wir auch ein bisschen kleiner, dann ist das schon besser. So geht erstmal, würde ich sagen, mit dem Lokschuppen. Wofür wir den jetzt gebaut haben, weiß ich nicht, weil wir irgendwo ja noch eine neue Linie gebaut hatten, die hier unten ist, die woher kam oder wohin sollte. Ja, die Strecke ist schon mal da, ne? Das ist schon mal wunderbar. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Steine. Was haben wir dann noch hier? Nicht Steine, sondern Kies war das, ne? Oder? Hier ist der Kies, der muss weg. Den holt hier aber keiner ab, oder? Und der muss wohin? Wahrscheinlich halb über die Karte sollte der. Weil die Bahn habe ich ja hier hingebaut und die ist hier. Und jetzt pass auf, jetzt ist hier 42 Tage ist Stopp. Das bedeutet, wir brauchen jetzt ganz schnell noch einen Zug, der da hinfahren kann. So. Kaufen. 70 km/h. Anhänger. Für Kies ist der. Fünf. Würde ich jetzt erstmal sagen, kaufen wir. Und dann kriegt er eine Haltstrecke. Von da hinten. Von, warte mal, das ist der, ja. Achso, da muss ich hier halt hinzufügen machen. Den. Laden. Fährt dann über die halbe Karte. Zum Virges Ost. Halt hinzufügen. Den zum Entladen. Und speichern als. Kies zu Virgen Virges oben. Ist okay. Und Zug fährt. So, und dann wollen wir mal gucken, dass das klappt. Dass wir den hier, ne? Ich will nicht zoomen, ich will die Karte gerade kippen, das klappt nicht, oder? Jetzt, das ist rein und raus zoomen, ist Q. Ich dachte, es wäre F. Wie kann ich denn die Karte kippen? Ja, weiß ich auch noch nicht. Mit den Pfeiltasten geht es hin und her. Shift, nee, Steuerung. Ah, Steuerung war es. Okay. So sieht es ein bisschen besser aus, oder? Gut. Das ist nicht unser Zug, aber der muss ja irgendwo auch hier noch lang kommen. Ne? Da ist er doch schon, oder? Wir können mal eine Stufe schneller fahren. Obwohl, das gefällt mir dann auch nicht. Ist das hier unser Kieszug? Könnte sein, ne? Unser Kieszug ist hier. Fahrzeug folgen. Ja, komm, mach mal doch mal schneller. Bin gespannt, ob wir das noch schaffen. Ah, da hat das Fahrzeug kein Geld eingebracht, ist klar. So, dann wollen wir mal gucken. Der lädt auf jeden Fall. Acht. Und ist voll und fährt. Oder? Ja, fährt auf jeden Fall.
Jetzt sag nicht, gerade ist das Unternehmen bankrott gegangen. Das wäre der Hammer jetzt, oder? Wir werden es gleich wissen, wenn er da ist. Natürlich ist es bankrott gegangen. Es stand hier. Schade, ne? Sehr schade. Das heißt, das war alles umsonst. Gibt es jetzt hier irgendwo noch Kies in der Nähe? Nee. Das bringt uns jetzt nicht weiter dann. Das war umsonst. In dieser Städtchen sehe ich jetzt auch nicht, wo wir da hin müssen. War hier unten noch ein Städtchen? Ja. Die haben aber nur Holz. Also Holzbalken oder Holzträger. Hier hinten auch noch ein Städtchen. Die wollen da Kupfer haben, ne? Kupfererz. Schließt in 95 Tagen oder sowas. Da kommen wir nicht weiter. Da auch nicht. Hier ist auch noch mal Kupfer. Schrecklich, okay. Hatten wir Kupfer? Ich glaube, Kupfer hatten wir doch da eben beim Schnee, oder? Hier ist so ein Kupfererzvorkommen. Dann müssen wir das mal abbauen, ne? Müssen wir noch was für forschen oder so? Ich glaube, das könnte auch sein, ne? Oder? Ressourcengewinnung? Ne, Kupfermine gibt es hier so. Da würde ich jetzt mal einfach hier so hinbauen, ne? So, hier so. Ich kann jetzt nicht wirklich sehen, ob das viel dann abbaut oder wenig abbaut oder. Kenne ich mir jetzt nicht mit aus, ne? Wenn ich so mache, könnte ich vielleicht mehrere hinbauen. Ich mach's mal so ein bisschen drauf und nicht so ganz so viel. So, jetzt müssen wir mal gucken, was macht der denn? Der produziert jetzt erstmal. Und das die ganze Zeit. So, und was haben wir dann an Möglichkeiten? Verarbeitung? Gibt es da auch was mit Kupfer? Schreiner, Presse, Legierungsschmelze, Kreissäge. Aber wir brauchen erstmal nur einen Bahnhof hier, denke ich. Wo wir hier rein und rausfahren können, oder? Lass uns mal eine Brücke gerade bauen. Mit Gleisen, Brücke. Würde ich jetzt tatsächlich hier bauen wollen. Und die Brücke nur einfach so rüber, gut ist. Und dann schließen wir den da an. Und die fährt dann da rum. Und hier müssen wir einen Bahnhof haben. Stationen, Güterbahnhof, ein bisschen länger. Vielleicht geht das so. Und zweigleisig würde ich das auf jeden Fall machen wollen. So. Und wieder Gleise. Jetzt sagt nee, ihr schafft das da nicht hin. Ah, das ist ja wieder super, oder? So geht's, oder? So ist erstmal gut. Warum ist da ein Prellbock hin? So geht's. Jetzt müsste ich hier noch von da hier rum. Ja, geht auch wieder nicht, ne? Ist klar. So geht's.
Das heißt, das Stück muss weg. Wieder Gleise und Signale. Hier ist Einfahrt. Und da ist Ausfahrt. Und hier müssen wir das auch noch machen, ne? Warte, kriegen wir das? Hier gedreht. Vielleicht, ne? Ja, würde auch gehen. Dann fährt er nochmal in der Richtung. Und kommt da drauf. Das heißt, wir müssten jetzt nur... Also die kommen von da, können reinfahren und kommen auch wieder dahin, ne? Ja. Und jetzt ist es noch, wir kommen von da. Also sie können da hinfahren. Links rum, wie nicht rechts rum, wie wir sehen. Aber rechts rum könnte man ja auch noch anlegen, oder? Kommt man hier nicht raus, ne? Doch. So geht's, oder? Signal, das eine ist jetzt verschwunden. Das passt. Das passt. Da geht keins hin. Bleibt so halt. Gut, und dann noch hier gerade ausziehen. Und hier rüber. Und Signal dahin. Und noch ein Signal dahin. So, jetzt können alle da irgendwie rein und rausfahren, ne? Oder? Nur die hier sind, die können da jetzt nicht reinfahren. Die haben auch keinen Weg darüber, ne? Das ist auch doof. Kriege ich eine Brücke hier gebaut? Ne, die passt irgendwie nicht. Ja, will ich abreißen. Nochmal Gleise und Brücke. Ja, das ist jetzt schwierig, oder? Ich komme mit der Brücke hier nicht so rüber, aber da ist schon wieder irgendwo ein Stau oder was? Hat gut geklappt hier, ne? Warum fährt der nicht und warum steht der sich, stehen die sich gegenseitig im Weg? Oh Mann. Warte mal, das muss auch gar nicht hier eingleisig sein. Wir können noch hier von weg nach da, oder? Und dann kann der doch da stehen, oder? Das ist aber ein einfaches Signal. Und das hier ist auch ein einfaches Signal. Wo will der denn lang, dass der da jetzt nicht lang fährt? Gute Frage, ne? Fährt er jetzt weiter? Nur bis dahin und dann doch nicht weiter, oder? So sieht's aus. Jetzt muss ich den irgendwie darüber kriegen, ne? Mann, das ist jetzt doof. Okay, können wir den zum Lokschuppen erstmal gerade schicken?
Das Fahrzeug kann keinen Weg zum Depot finden. Auch geil, oder? Wieso findet der jetzt hier keinen Weg? Oder stehen da noch mehr? Nein. Da ist alles grün. Jetzt fährt er weiter. Keine Ahnung, warum. Ach so, weil vielleicht hintenrum. Ah, hintenrum war ich in der Dingens. Wie heißt es? Auch cool, ne? Ich glaube, jetzt geht's wieder, oder? In der Hoffnung, dass der zuerst fährt. Der andere ist weg, ja. Warte mal, irgendwelche Signale können dann weg. Jetzt sind die beiden, glaube ich. Und ich hoffe, dass die dann nicht mehr hier lang fahren, sondern da lang fahren. Ja. Dieses Stück Schiene müsste eigentlich auch weg können. Und das kann da auch weg. Dafür machen wir das dahin. Ich glaube, das kann so. So. Ich glaube, das funktioniert erstmal. Aber wir machen erst hier wieder einen Cut. Gucken, wo wir das Kupfer demnächst hinbringen können. Weil jetzt haben wir hier diese Station schon gebaut, aber wir müssen gucken, wo das Kupfer hinkommt. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.